frisch, fröhlich, frei und munter sind wir dann auch schon wieder zurück zu einem neuen Let's Play von Far Cry Primal. Immer noch in der Nacht, sozusagen die Fortsetzung der letzten Aufnahme. Und jetzt gucke ich mal auf die Map, wo wir jetzt schnell hinlaufen könnten, weil wir einen Schlafplatz brauchen. Da gehen wir direkt mal hier hin. Okay, ich dachte, ich würde es so finden, das Lagerfeuer, aber scheinbar doch nicht. Da müssen wir uns jetzt einfach mal hier durch die Wildnis machen. Ich habe gerade irgendwas pfeifen gehört. Komm mal, Schatzi. Also ich meinte meinen Bären. Sah jetzt auch aus wie ein Bär hier. Gut, ah, guck mal hier unten. Und das sollten wir dann auch mal entfachen, das Feuerchen hier. Wo auch immer das ist, okay. Was ist los? Wollen wir es entfachen oder nicht? Gut. Okay, das hatten wir hier scheinbar noch nicht entfacht, nur gefunden. Okay, wir schlafen mal bis zur Morgendämmerung. Gute Nacht. Anstrengender Tag. Wir werden geweckt von Geschrei der Udam oder was? So, was ist hier los? Was ist hier schon wieder los? Hä? Hä? Was ist hier schon wieder los? Wer ärgert denn hier schon wieder wen? Ja, nee, ist klar. Zack. Ja, nee, ist klar. Zack. Ja, nee, ist klar. Zack. So, Winja-Ereignis abgeschlossen. Die laufen uns hier plötzlich mal so... Nö, brauchen wir nicht. Laufen uns hier so über den Weg, diese Winja-Ereignisse, obwohl wir gar nichts dafür können. Schilf nehmen wir mal ein bisschen mit. Oder sind wir da schon voll? Neue Dorfbewohner plus ein. Jetzt sind wir wieder bei 60. Und genau deswegen müssen wir die machen, damit wir auch diese Belohnung bekommen. So. Beziehungsweise diese Dorfbewohner bekommen. Sind das Freund oder Feind? Das sind Freund. Was sind das eigentlich für Schmetterlinge, sagt mal. Egal. huch, da ist ein Vögelchen. So, den machen wir nämlich mal. Hier, Nachtwachenleuchtfeuer. Da laufen wir jetzt mal hin. Ich habe einen super Bogen. Und den will ich jetzt auch noch ein bisschen austesten. Der ist absolut geil. Muss bloß aufpassen, dass ich jetzt immer... Ah, meine Leute, die gehen da auch schon in die Richtung. Muss bloß aufpassen, dass ich jetzt auch immer Munition habe für Labogen. Gucken wir erstmal hier lang. Vielleicht finden wir hier schon weiter. Genau deswegen nehmen wir auch mal fleißig Alderholz mit. Ja, ist gut. Ey, nee, ich will überhaupt gar nichts mit dir zu tun haben. Also geh bitte weiter. Mann, ey. So, wir müssen auf diesen Weg kommen, wo wir dann nach hier oben gelangen können. Ah, genau, das war der Weg, den wir am Ende dann mit der Kralle irgendwie, ne? Kann das sein? Kann das sein? Genau, wir müssen hier hoch. Hier machen wir nochmal so eine Schleife. Und dann gehen wir wieder hier hoch. Genau. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Okay. Dann werden wir mal hier alle töten. Komm mal her. Immer mit der Ruhe. So, und jetzt bist du bitte ruhig. Wo ist jetzt der letzte hier? Ich höre doch noch einen. Ja, komm mal her, du wirst... Da bist du noch einer. Das war scheinbar der Häuptling. Aha.
Das sieht hier allerdings obercool aus, weil hier hat man mal einen richtig krassen Blick, richtig schönen Blick. Wenn Beri, wenn du mich jetzt noch durchlassen würdest. Ja, das kriegen wir schon hin. Mit Z entzünden wir. Nee, du, das will ich gerade nicht. Ich möchte mal mit Z. Haben wir nicht mit Z entzündet? Was war das denn? Okay, das will ich mir nicht wieder antun, deswegen hauen wir das mal so rein. Okay, das Leuchtfeuer gehört uns. Nachtwachen-Leuchtfeuer. Okay, 4 von 16 beansprucht. Fehlen noch 12. Cool. Na, dann werde ich hier die Jungs auch nochmal absuchen, weil die haben plus 3 neue Dorfbewohner. Das ist cool, dann können wir unsere 60 jetzt ausbauen. Haben wir hier keinen Platz, wo wir uns ausruhen können? Das wäre sehr... Oh, Alter, erschreck mich nicht immer so. Doch, hier können wir uns ausruhen. Okay, 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 okay. Super. Holzpfeile. Okay, cool. Gibt's Holzpfeile? Einfach so, weil die hier geübt haben, oder was? Haha, witzig. Ja. Okay, super. Super schön, super toll, super sexy. Machen wir mal weiter. Fähigkeiten, wie viel haben wir denn? 3. Also dieser Takedown von oben, der ist hammermäßig. Muss man aber auch einsetzen können. So, Kampffähigkeiten. Waffen benutzen beim Leichenbewegen. Da ich irgendwie diese Leichen nie bewege. Gegnermarkierung. Halte beim Zielen gedrückt, um Gegner zu markieren. Ja. Kann man machen jetzt, aber muss ich jetzt nicht, ne? Gut. Gelände aufdecken 2. Enthüllt plus 160 Schritt des Geländes um dich herum im Kartenmenü. Rohstoffe finden. Beute Takedown. Häuten 1. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Fleisch. Mit Fleisch sind wir tatsächlich gut ausgestattet. Ich gucke hier nochmal ein bisschen durch. Wir bräuchten natürlich hier für Ihmchen hier noch 2 müssen wir zähmen, um dann nachher verbesserte Gesundheit. Darauf könnten wir mal sparen. Passt mal auf, wir sparen mal ein bisschen. Weil wir stehen jetzt momentan sehr gut da. Wir haben hier den stärksten Bogen. Zwar noch nicht die besten Pfeile, aber den stärksten Bogen. Wir sind jetzt... Oh, Takao, wo treibst du dich denn rum? Hallo? Ach, da sind wir, genau, beim Schnellreiseziel. Höhlenmalerei und Deicherhand sind da drinne. In der Höhle sind, ist auch sowas. Was ist denn hier los? Status Maserhöhle unerforscht. Wir haben da die Höhlenmalerei noch nicht gefunden. So, Mensch, da. Oh. Okay, passt auf. Mission für heute: Höhlenforschen. Geil. Auf geht's. Freue ich mich drauf. Da finden wir also Höhlenmalereien und Dascherhände. Und was wir dafür bekommen, dass wir die finden, das wird noch interessant. Wahrscheinlich einzigartige Bogen-Upgrades oder so. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich denke aber, die Höhle wird da oben irgendwo sein. Aber selbst das ist ja momentan kein Problem mehr, weil... Genau, weil wir ja die Kletterkralle endlich haben. Ah, dieser ganze Hassel, das war, ach guck mal, hier ist schon wieder Krieg. Es ist schon wieder... Es
ist doch jetzt gut, ey. Und Udam sind hier auch noch, oder was? So, zack und weg. Zack und weg. Und hier ist auch gleich die Höhle, Mensch, da haben wir doch gleich. Ah, Mann, wir haben hier aber wieder einiges abgefeuert. Beim Winja-Ereignis geholfen? Oh ja, toll. Ah, diese blöden Wölfe, ey, wirklich jetzt. So, und tschüss, jetzt reicht's aber wirklich. Gerade noch davon erzählt und jetzt schon wieder so ein Blödsinn hier. Wo waren wir? Ja, die Höhle werden wir mitnehmen. Also auf Höhlenkundschaftertour gehen. Auf Höhlenerkundungstour. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wird bestimmt super witzig. Wir sind voll mit Energie. Das ist auch wichtig und richtig. Und werden uns mal hier in die Höhle trauen. Ich sehe schon. Aber wir brauchen uns hier, glaube ich, keine Gedanken machen. Weil unser Berli ist ja mit uns. Deswegen, ja. Passt auf. Ich habe folgende Idee. Hier sind wir voll. Also ich mag sie nicht wirklich, aber was soll's. Durchsuchen. Das zünden wir hier mal an. Gut. Das brennt jetzt mal ein bisschen. Okay, also da geht's weiter. Gucken wir mal. Da ist so eine Hand. Cool. Haben wir einen Fähigkeitenpunkt bekommen? Na, siehste. Da ist also eine. Oh, Alter, erschreckt mich nicht so. Glugt er da so raus? Okay, drei Dasha-Hände. Deisha-Hände, Entschuldigung. Muss ich hier irgendwas anzünden oder was? Was muss ich hier machen? Nicht, dass hier wieder irgendwas runtergeschossen kommt. Wie in der Einhöhle. Okay, was haben wir hier? Ah, seht ihr? Hier sind dann wahrscheinlich die Höhlen... die Höhlenhunde, sage ich schon. Die Rothunde unser größtes Problem. Aber... naja, ich gehe erstmal weiter. Man sagte mir, die ist hier unerforscht. Gucken wir mal hier oben hin. Hier ist der Ausgang, ne? Ja, genau. So, hier kommen wir also rein bei diesem schönen Stein. Hier liegt noch ein bisschen Schiefer, den nehmen wir mit. Hier hangeln wir uns mal hoch. Wandmalerei sollen wir... Entschuldigung, rennst du? Nee. Diese frechen Rothunde machen einem hier das Leben zur... Komm, wir gehen mal hier runter. Bin jetzt gespannt, was es hier gibt. Okay, warum wir das... Was das sein soll, weiß ich nicht. Ich bin echt überfragt. Nehmen wir mal Ton mit. Warte mal kurz. Du, dich brauche ich. Haben wir noch Köder? Ja. Warte mal bitte kurz. Kein Tier scheint sich für den Köder zu interessieren. Bestie, ich habe mal eine Idee. Du gehst mal weg. Okay. So, passt mal auf, ihr Lieben. Ich würde euch nämlich gerne zähmen. Und deswegen, weil das ein schwarzer Rothund ist, wie es aussieht, und den habe ich noch nicht. Warum müssen wir das hier anzünden? Und also für mich macht das wenig Sinn.
Hier ist nochmal so ein Ding, was wir anzünden müssen können, was auch immer. So, ich schaue jetzt mal zu. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das sein muss. Das ist das Ding. Auf jeden Fall sollen wir Wandmalereien finden. Das ist jetzt unsere Next Task. Komm mal her, mein Süßer. Genau dich brauche ich dann nämlich. Ja, ganz genau. Ach, ist das schön. Zähmst du ein, Ubisoft Club Aktion beendet? Was war das? Was war das? Hallo? Habt ihr das gerade gesehen oder ist das nur bei mir aufgeploppt? Da stand irgendwie Ubisoft Club Aktion beendet. Was war das? Würde ich ja gern wissen. So, wir suchen immer noch Wandmalereien. Oh Mann. Hier ist wieder was los. Hier geht's wieder raus. Ist doch gut. So. Das ist seltener Rothund. Seltener schwarzer Rothund. Großohrhund hätte mir besser gefallen. Weil schwarzer Rothund hört sich dann irgendwie doch so ein bisschen, naja, an. Gut, also wir suchen immer noch die Wandmalerei, die würde ich jetzt wirklich gern finden. Also das ist jetzt mir ein innerstes Bedürfnis, diese zu finden. Also wir haben auf jeden Fall erstmal diese Deiche-Hand. Ja, ja. Da haben wir schon 10.000 Mal geguckt und wissen jetzt auch, dass die... Wandmalereien, dass da nichts drin ist. Wandmalereien, Wandmalereien. Hier ist der zweite Ausgang, richtig? Nee, da kommen wir gerade her. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also nochmal. Okay. Da kommen wir also gerade her. So, und ich würde aber wirklich gern etwas tiefer reingehen. Hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Das sind wahrscheinlich nur so eine Feuerchen... Ah, guck mal. Hier hinter ist wahrscheinlich die... Da ist die Höhlenmalerei. Wir warten noch mal ein bisschen, bis das abgebrannt ist. Ja, Höhle vollständig. Super. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben hier nebenbei noch eine Bestie gezähmt in der Höhle. Das freut mich umso mehr. Und wir haben Fähigkeitenpunkt erkämpft, errungen. Ja, noch 22. Das hätte ich mal wissen müssen. Na guti. Da oben geht's, glaube ich, raus. Rira Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Und da oben geht's irgendwo, glaube ich, raus. Und wir sind wieder bei der Höhlenmalerei. Ach ja, Orientierungssinn hatte ja schon Stefan angemerkt. Ist gleich 0. Aber guck mal, da unten sehe ich was Helles. Und da gehen wir auch hin. Ich finde es auch mal ganz schön, keine Orientierung zu haben. Da bin ich für das Alter bestens gewappnet. So. Oh Mann. Ich habe... Siehst du, ich bin total unvorbereitet. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie lange ich hier schon aufnehme. Ich muss mir echt mal so einen blöden Wecker stellen, damit ich das mal so im Blick habe. So, wir haben jetzt eine Höhle. Wer lacht denn da? Ich tausche dich gleich mal wieder aus. Tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Also einen Wolf können wir auf jeden Fall noch zähmen und seltener Streifenwolf. Einen bräuchte man noch, um dann... Einen normalen Säbelzahntiger können wir auch.
Das wäre natürlich ein großer Narbenbär, wäre natürlich der Hammer. Seltener schwarzer Löwe, den können wir auch. Das ist ein weißer. Wartet mal. Den will ich. So, hier, passt auf. Der läuft weg. Und jetzt ist er um die Ecke. Und wer kommt da? Da kommt er. Okay. Juti, du kannst mal bitte dich verziehen. Danke. Hat er verstanden. Da unten ist schon wieder ein Ereignis, dann werde ich doch mal gleich helfen. Nee, da unten nicht, da oben. Sorry. Und wir wechseln. Auf Pfeil und Bogen. Und schauen mal, was hier schon wieder für ein Problem herrscht. Ranger-Ereignis, Bestienabwehr, alles klar. Und zwar machen wir das... Nee. So. So, du gehst da mal bitte hin. So, also ihr müsst diese Bestien hier abwehren, oder was? Okay, dann tun wir das. So, und jetzt? So, war's das jetzt? Ich habe für euch... Was ist denn hier los? Warum ist da plötzlich Blut gespawnt wie so ein... Alter... So, wo sind denn die nächsten Bestien? Helft mir nochmal. Wo kommen die denn jetzt her, Mann? Ja, sie sind doch weg. Und wer kämpft denn da mit wem? Oh, Dachse, ey, was ist denn hier los? Kann ich mal mit dir reden, Digga? Komm, ich pack mal die Bestie weg. Irgendwie glaube ich, dass dieser Bär hier. Guck mal, Bestienabwehr. Das muss doch hier irgendwo sein. So, Windjahrjagd ist abgeschlossen. Dankeschön. Jetzt nehmen wir den Bären wieder zu Hilfe. Okay. Und dann gehen wir mal auf die Map. Die Höhle ist jetzt erforscht. Und die Chichta-Höhle, die müssen wir noch. Und hier unten sind auch gleichzeitig... Ja, dann gehen wir mal dahin. Auf zur nächsten Höhle. Die Chichta-Höhle. Oh, neuer Dorfbewohner, sehr cool. Die sitzt aber ganz schön weit weg, aber kriegen wir hin. Wenn wir unterwegs einen Wolf sehen, sofort aufschreien, liebe Freunde, dann möchte ich den zähmen. Weil dann sind wir auch schon einen Schritt weiter und können stärkere Bestien... Entschuldigung, was machst du hier? Hallo? Ist nicht euer Gebiet? Ja, ist gut. Es ist gut, Berli. Oder Lamborghini, viel besser. Naja. Hallo. Moin, moin. Ja, genau. Ich wünsche dir auch alles Gute für die weitere Zukunft. Da gehen ein paar Leute von uns, die trauen sich jetzt vermehrt hier so in dieses tiefere Land von Oros. Das finde ich schön, weil man dann immer mal bekannte Gesichter sieht. Und nicht nur diese feindlichen Sonnenanbeter oder Udam, Fleischfresser. Was mir aber so ein bisschen zu schaffen macht, ist immer noch, dass wir hier durch die Gegend metzeln. Ich will nicht von einem Dachs hier. Alter. Von einem Dachs fast erledigt werden.
Ja, dass wir hier der Schlechter von Oros sind und alle bekämpfen. Unser Volk wirkt auf den ersten Blick friedlich, aber welche Interessen dann halt die anderen Völker haben, also die Sonnenanbeter und die Udam, das ist uns scheinbar auf unserer Tour hier wieder mal so ein Move, auf unserer Tour hier ziemlich egal. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber was soll's? Also, erstens ist es ja nur ein Spiel, aber man darf ja wohl noch reflektieren. Windjahelfen-Verteidigung. Ah, Mann, was jetzt zuerst? Höhle oder Windjahelfen? Natürlich. Unsere Brüder stehen immer an erster Stelle. Ja. Dubdidu, schnubbididub, da. Windjahelfen hier. So, was wollen die denn? Beschütze die Windjah. Ich versuch's, Leute. Wenn ich wissen würde, wo ihr seid. Ja, okay. Wo kommen hier Udam? Was ist los? Wie kann ich euch helfen? Wo? 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 Ich würde gern dorthin gehen. Wo denn? Ach da, okay. Wartet mal, ich geh mal hin. So. So, zack. Berli, hier drüben ist noch einer, genau. Aua, heilige, was war das denn? Ich muss mich mal kurz heilen, weil ich wieder so nach vorne geprescht bin. Und? Kommt noch jemand? Haben wir jemanden vergessen? Noch sind es 4 Windjah. Ich muss mal hier kurz absuchen. Zweite Welle oder wie? Was denn? Haben wir es jetzt geschafft oder? Nee. Ah ja, wo sind sie denn? Alter, angeschlichen hat er sich. Hast du das gesehen? So, ach, von da oben kommen die. Na, kein Wunder. So, zack, Mund halten. Ganz sachte. Die Bestie erledigt hier den letzten Rest und wir sind trotzdem noch 4. Ja, na, die nächste Welle wird ja sicherlich kommen. Von wo auch immer. Genau von da wahrscheinlich. So, zack. 2 müssten hier reichen. Okay, da kommen noch mehr. Ich muss mich kurz heilen. Ich bin immer der, der nach vorne prescht. Und dann hier nichts überblickt. Zack, in den Kopf. Aber dann halt trifft, wie bekloppt. Okay, haben wir es geschafft. Windjah helfen, Verteidigung, Erfolg, super. Ja, eigentlich wollte ich ja zur Höhle gehen, ne? Dann werden wir es tun. Auf geht's. Bestienkill, gut. Alter, was ist denn hier? 4 neue Dorfbewohner. Die Tschichterhöhle, Ort entdeckt. Ah, hier ist die Höhle schon. Das sah eben so aus, als wenn hier. Okay. Schauen wir mal. Okay, brennende Pfeile erstmal. Nö, ich nehme die Keule. Die Keule hat sich hier bewährt. Oh, Berli, ob du hier mitkommen kannst? Scheinbar nicht. Ist ein bisschen zu eng für den Jungen. Ja, da ist klar.
Okay, gehen wir hier in so eine dunkle Höhle oder was? Verschollene Höhlen. Verschollene Höhlen sind natürliche Labyrinthe, die überall in Oros zu finden sind. Du benötigst eine Lichtquelle, um Höhlen zu erkunden. Entzünde dazu deine Waffen aus dem Waffenrad heraus, halte Q gedrückt und drücke rechte Maustaste. Suche in den Höhlen nach einzigartigen Höhlenmaterialien sowie anderen Gegenständen. Oder so wie andere Gegenstände. Ja, na, wir wissen ja schon, was wir brauchen. Und zwar diese Deicherhand und Labyrinthe. Geil. Ich freue mich ja voll, dass es hier ein Labyrinth ist, weil ich bin ja so gut im Aufspüren von, oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, Tasche voll. Okay, gut. Wie dem auch sei, wir schaffen das. Da kommen wir her. Da war der Höhleneingang. Nee, wir kriegen das schon hin. Und guck mal, hier ist ja auch gleich der erste Nebeneingang. Okay. Ich würde mal sagen, machen wir hier mal Licht. Ich würde erstmal sagen, nö. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Und schon habe ich die Orientierung verloren. Oh nein. Keine. Was haben wir hier hinter? Ja, wo konnte ich doch gerade irgendwas drücken? Hier kann ich auch was suchen. Okay, na herzlichen Glückwunsch. Haben wir jetzt schon verkackt? Soll das schon unser Ende sein? Ach ja. Orientierungssinn gefragt. Wo sind wir hergekommen? Einmal im Kreis gelaufen, auch schön. Ja, natürliche Labyrinthe, Pupinte. Aber was soll's? Wir kommen auf jeden Fall irgendwie immer weiter. Immer schön nach oben klettern. Was ich hier machen soll, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall tiefer hier runtergehen und werde mir ja mal angucken, erstens, was da hinten so nett blinkt und blitzelt. Und so weiter und so fort. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge mit der Höhlenmission hier wieder. Das wird spannend, selbst für mich. Gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die nächsten paar Tage. Oder für die nächsten 24 Stunden, weil da hören wir uns schon wieder. Haut rein, bis dann. Tschüssi.